Ja, und Sebastian Kisters ist für uns bei der ESA in Darmstadt. Was für ein Rendezvous. Rosetta hat endlich ihren Kometen erreicht. Lief das Ganze denn wie geplant? Ja, es ist wohl der Beginn einer längeren, zumindest monatelangen Leidenschaft, so hofft man hier. Wie gut es gelaufen ist, gerade eben hat ein Wissenschaftler gesagt, besser als gedacht. Man kann das vielleicht so symbolisieren. So hatte man sich den Zielkometen Churyumov-Gerasimenko hier lange Zeit vorgestellt. Durch Fotos ist dieses Modell entstanden, was aus 100.000 Kilometern Entfernung geschossen wurde. Man spricht hier von einer Art Endline, war ein bisschen überrascht, wie er aussieht. Und nun gibt es dieses Bild, Sie sehen es hier im Kontrollraum, live in Darmstadt, gestochen scharf. Eben aus 100 Kilometer Entfernung gerade eben gekommen, noch einmal geschossen. Hier also soll Rosetta nun nach einem Landeplatz suchen und deshalb, es klang gerade schon an, das hier natürlich das Bild des Tages. Wissenschaftler haben sich hier gefreut, dass diese Mission nun tatsächlich ins Finale geht, die ja immerhin 10, ich stelle das eben ab, die, danke, 10 Jahre nun schon andauert. Am 2. März 2004 hat eine Ariane-Rakete Rosetta ins All getragen und die hat dann Schwung genommen wie ein Kind auf der Schaukel, um diesen Weg zu schaffen. 7 Milliarden Kilometer war sie unterwegs. Und das Besondere, sie hatte nicht überall genug Licht, um Strom zu erzeugen. Also wurde sie in eine Art Winterschlaf versetzt. 2 Jahre lang kein Kontakt zu Rosetta. Und das war dann im Januar. Dieser kleine Ausschlag auf diesem Monitor und dann dieser große Jubel hier im Kontrollzentrum. Rosetta hat den Winterschlaf überlebt. Und nun geht also die Suche los nach einem geeigneten Landeplatz. Rosetta soll nicht weniger als die Frage lösen, woher kommt das Leben auf der Erde? Und Gerhard Schwem ist nun bei mir, Missionsmanager hier. Es ist so ein bisschen angeklungen, das Leben auf der Erde könne von Kometeneinschlägen stammen. Ist es das, was Sie sich erhoffen herauszufinden? Das ist eine der großen Fragen, die wir angehen wollen. Es ist schon lange, das ist interessant zu sehen, wo wir herkommen. Und Kometen könnten sozusagen einen Beitrag geliefert haben, um das mal ganz einfach zu sagen. Und eine Frage ist, wenn man von Leben spricht im Weltraum, muss immer Wasser in der Nähe sein. Und die erste Frage, die wir wahrscheinlich in nächster Zeit schon beantworten können, ist, haben die Kometen beigetragen, dass das Wasser hier auf der Erde kam? Oder wie viel Wasser aus Kometen ist hier auf der Erde? Das können wir wohl die nächsten Wochen schon angehen. Und dann kommt die nächste Frage, die komplexen Moleküle, die wir im Kometen studieren werden, finden können, die Aminosäuren, die auch im Kometen zu finden sein werden, die zu untersuchen, dann kriegen wir vielleicht wieder neue Antworten, vielleicht wieder neue Fragen, die uns helfen können zu verstehen, wie das Leben hier auf der Erde entstanden ist. Vielen Dank, Herr Schwem. Vorher kommt natürlich noch ein ganz spannender Moment, wenn dann dieses Labor sich lösen wird und landen muss. Bislang weiß man nicht, wie wird sich diese Oberfläche anfühlen. Es ist ja sozusagen ja die Geburtsstunde des Sonnensystems dort eingefroren. Geübt hat man auf Katzenstreu. Ob es tatsächlich so sein wird, das werden wir dann im November erfahren. Vorher muss allerdings die Stelle festgelegt werden, wo Rosetta landen soll. Ja, Glückwunsch erstmal an die Forscher in Darmstadt und Ihnen vielen Dank. Sebastian Kisters war das in Darmstadt bei der ESA. Hurricane Patricia hat in der Nacht die mexikanische Küste erreicht. Heftiger Sturm und starker Regen richteten aber weniger Schäden an als befürchtet. Bislang gibt es keine Angaben über Tote oder Verletzte. Der Wirbelsturm gilt als einer der stärksten, der jemals registriert wurde. Mit 270 Kilometer pro Stunde trifft Wirbelsturm Patricia aufs Festland. Notstand in den Bezirken an der mexikanischen Pazifikküste. Flughäfen, Schulen und Häfen geschlossen. Zuvor hatten Meteorologen noch höhere Windgeschwindigkeiten gemessen. 325 Stundenkilometer und damit einer der stärksten je registrierten Stürme. Erst an Land schwächte er sich ab. Anwohner und Touristen verstecken sich in Notunterkünften. Es passiert, was passiert. Die Mexikaner scheinen auf einen Wirbelsturm besser vorbereitet als zum Beispiel auf ein Erdbeben. Tausende Soldaten helfen jetzt in der Katastrophenregion, in der es noch keine Entwarnung gibt. Der gefährlichste Teil des Wirbelsturms trifft erst noch auf unsere Küste. Dort wird es heftige Regenfälle geben, an der Pazifikküste und im gesamten Norden Mexikos. Mittlerweile haben die Meteorologen Wirbelsturm Patricia herabgestuft. Von der höchsten Gefahrenstufe 5 auf Stufe 2, also mäßig gefährlich. Welche Schäden entstanden sind, wird wohl erst im Laufe des Tages klar sein.